So. Naja, dann gehen wir mal wieder raus. War schön bei euch. Ist immer noch dunkel. Oh, ein Übungsplatz. Die Herrschaften. Oh. Kuckuck. Oh. Wow. Wir Wölfe heulen immer, wenn wir den Mond sehen. Okay. Haben wir das auch? Oh, guck mal, da ist er noch. Da ist er was. Lass uns doch mal da einen Besuch abstatten. Lass uns doch mal hier die Treppchen hochgehen und gucken, was da noch so ist. Lululululu. Wir kommen nur zufällig vorbei. Wir haben nichts Böses im Sinn. Gar nichts Böses. Ach, das ist eine Charmide. Guck mal hier, die sind... Oh, die kann man einfach nehmen. Das ist ja praktisch. Das ist gar kein Diebstahl. Oh. Schmiedekunst verbessert. Ein Buch für mich. Vielen Dank. Das macht mich sehr glücklich. So, so. Meine Schmiedekunst verbessert. Nur weil ich ein bisschen in dieses Buch reingeblättert habe. Interessant, interessant. Na bitte. Was wollt ihr, Spitzohr? Was? Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja, ja. Du hältst die Fackel so, dass du dir deine Rüstung abfackelst. Fackelmann. Du bist der berühmte Fackelmann, habe ich recht. Von dir kommen ganze, diese ganze Badezimmergarniturzeug. Mr. Fackelmann. Ja, das ist ja toll. Muss immer noch warten. Weg. Blach. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern. Ja, Huskarl. Wir werden sofort aufbrechen. Ja. Nur wir sind es, die gegen einen Drachen kämpfen. Oh, Lavendel. Ich kann niemanden mehr entbehren. Ich auch nicht. Wir wissen nicht, wo der Drache ist. Draußen. Eure Hauptaufgabe besteht darin, die Augen offen zu halten und die Leute in Sicherheit zu bringen, auf jeden falls die Fall. Stadt angegriffen wird. Machen wir auf jeden Fall. Ich erwarte nicht, dass ihr drei den Drachen allein in die Flucht schlagt. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Achso, wir gucken erstmal. Was haben wir denn hier, was hier so rein könnte? Ach, wir können erstmal, ja, wir können ja... Leer. So. Also, wir können schon mal alles, was hier so ist, so. Die können wir verkaufen, die brauchen wir nicht. Die kommen hier rein. Fackeln kommen hier auch rein, ein paar Stück. Den Amethyst. Den Granatstein. Schale, Teller, Rubin. Die Wolfspelze kommen hier rein. Bücher. Das Drachenblut. Die Schmied. Kopfgeld haben wir noch nicht gelesen. Das war nochmal ein Krieger. Das und das. Der kann weg. Ach, der gefälschte Brief. Müssen wir auch noch lesen. So, hier haben wir das Ganze. Ja, hier haben wir viel. Da müssen wir noch alles probieren. Erstmal. Lass uns das mal eben machen. Das wird lecker. Und wir probieren das mal eben. Eieiei. Da werden wir gleich kurz aufleuchten. Das kennen wir zum Glück schon. Da brauchen wir nicht probieren. Das müssen wir probieren. Das kennen wir. Das müssen wir probieren. Und das. Und das. Jetzt. Was ist denn los? Wieso geht das nicht? Ach, das ist der Questgegenstand. Okay. Na gut, dann esse ich den halt nicht. Mein Gott, ihr seid ja kleinlich.
Nur weil ein Questgegenstand ist, darf ich das nicht essen? Und wenn ich Hunger habe? Ist das so? Ah, echt, ey. Hm? Tollkirsche kennen wir schon, war lecker. Erinnere ich mich noch dran. War super. Tollkirsche war ganz toll. Das Schöne ist, diese geklauten Gegenstände, wenn wir die verarbeiten in der Alchemie, ja, dann sind die plötzlich nicht mehr geklaut. Autschen. Oh, jetzt gehen wir zur Kirche. Jetzt holen wir uns erstmal einen Gegentrunk. Ich weiß ja nicht, was uns hier alles jetzt so... Ne? Jetzt müssen wir erstmal hier einmal beten. Und schon sind wir geheilt. Und alle bösen Zauber weg. Und alle guten auch. Aber auch alle bösen. Ja, hier gehen wir rein. Ja. Oh, ein Bonbon. Mmh, lecker. Nein. Geh weg. Quatsch mich nie an. Ich kenn dich, du quatsch mich an. Ich kenn dich. Was? Mehr. Willkommen, Kind. Oh. Ich sag doch, du quatsch mich an. Na, erzähl. Ich fühle mich schon besser. Erzähl mir über den Tempel, genau. Das ist der Tempel von Kynaret. Aha. Der Gülden Grünbaum vor seinen Türen wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Aha. Die Anhänger von Kynaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Tja, das waren Zeiten. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Natürlich nicht. Achso, und wieso ist der Baum so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Ach. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Wer weiß. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Mhm. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Kann man. Selbst sein Name ist ein Echo. Ja, Echobaum. Achso. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Mhm. Bäume sterben nie wirklich. Nie, nie. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Ja. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, das wäre toll. Könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Ja. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, ja, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nee, können wir nicht. Nicht mit normalem Metall. Nee, dafür gibt es eine Waffe. Ahnenschimmer ist älter als Metall. Sag ich doch. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Genau. Um ihm etwas anhaben zu können, da gab es nur Bäume und Steine. Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ja, ich weiß, sie sind echt scheiße. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Hoffentlich kann ich bis dahin schon gut leiten. Ich habe schreckliche damit Angst ich mir vor die Hexen holen kann, die Waffe. Sonst hätte ich selbst danach gesucht. Ja, weil du ein Schisser bist und jetzt muss ich das machen. Euer Geist ist stark. Ja. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Danke. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Ja, ich weiß. Da ist es eigentlich auch gut. Und? Juhu! Alle Krankheiten geheilt. Hurra! Ich halte diese Schmerzen nicht aus. Dann geh doch weg hier. Wenn du das nicht aushältst. Immer noch. Mein Gott, die Nacht ist aber heute lang. Hat man nachts so alles geschafft kriegt, wa? Kein Dings zum Heulen. Oh, guck mal, da ist ein Sternbild. Das ist doch hier der dreifach gestrickte Schlangenkopf. Ich kenne mich aus. Und das ist doch dieser berühmte Apollo 7 Sternhaufen. Ja. Ich kenne mich aus. Kann man nicht anders sagen. So, dann gehen wir ein Bier trinken, so lange. Machen wir wenigstens das. Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder was? Setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Schickst mir jemand hinüber? Oh, ein Gold, denke ich. Oh, guck mal, da ist so ein... Ach, und die steht direkt daneben, du. Das ist ja doof. Und man sieht uns auch sofort. Ja. So... Immer noch sieht man uns.
Hey, Bade, tanz für uns und sing und spiel. Und schon sind wir wieder versteckt. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Ja, wenn das mal so wäre. Sturmmäntel AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Kann ich nicht hier drauf springen? Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Frevel seit Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Ja, dumme ist, das ist ja toll, was ich hier mache, ne? Aber man sieht mich die ganze Zeit. Das ist ja nicht so toll. Oh, jetzt bin ich versteckt. Oh, jetzt bin ich entdeckt. Na, der feiert aber. Der fühlt sich, als wäre er auf dem Festival hier. Jawohl, hoch die Becher. So ist recht. Und jetzt springe ich hier runter. Tada! Guten Tag. Ich bin wegen dem Dingens hier, du weißt schon. Durch euch wird mein Tag immer etwas heller. Was? Hier. Ich hoffe, das gefällt euch. Wie, was? Was habe ich gekriegt? Feine Stiefel. Na guck, ich habe doch gesagt, ich kriege Schweinestiefel. Feine Stiefel, die Schweinestiefel. Also wirklich, was ist denn das? Hey, du hast da Schweinestiefel. Guck mal, hier habe ich feine Stiefel und hier habe ich Stiefel. Und hier habe ich Schweinestiefel. Dann nehmen wir die. Die sind sehr schön. So schweinisch. Fein, meine ich. Feinisch. Ja, Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Ja. Eine Schande ist das. Eine Schande. Wer bist du? Sinnmir? Kann man mit dir reden? Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Genau. Es muss sich etwas ändern. Ja. Wer bist du? Kommandant Kaius stolziert in Drachenfeste herum wie ein Gockel. Ja. Die Arbeit von dem Kerl könnte ich doch mit verbundenen Augen erledigen. Ja, genau. Sinnmir. Das ist bestimmt auch... Das ist... Ja, auch. Ich glaube, der will nicht mehr mit mir reden. Der ist... Not amused. Ach, es wird Tag. Wie schön. Guten Tag. Es wird Tag. Ach, zu. Na toll. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Ja. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Ja. Wem sagst du das? So. 7. Oh, noch eine Stunde. So, da müsste aber alles aus sein, wenn wir jetzt 2 Stunden warten, oder? Lalalala, open. Hier findet eigentlich jeder etwas. Ich weiß. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, ich ich soll was bringen. Ihr seht etwas blass aus. Ja. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Nee, eigentlich nicht. Hier ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Ach so, aber ich habe Rostsalze. Ah, wunderbar. Ich brauche die Salze für ein besonderes Gebräu, an dem ich arbeite. Ja, siehste? Einen einzigartigen Liebestrank. Vielleicht probiere ich ihn zuerst an Farengar aus. Ja, dann mach auch. Oh, ihr erwartet vermutlich eine Art Belohnung. Ja. Hier, diese Zaubertränke sollten genügen. Ja. Danke. So. Und jetzt, ach, Alchemie. Trainiere mich mal eine Stufe in Alchemie. Ich kann euch sicher das eine oder andere Bestimmt beibringen. Kannst du das. Hoffentlich habe ich genug Geld dafür. Jupp. Dann machen wir eine Stufe. Dann kommt noch eine. So. Und jetzt? Was? Jederzeit wiederkommen. Danke. Oh, guck mal, ich kann das einfach nehmen. Das ja. Die sagt nichts. Guck mal. Was benötigt ihr, mein Freund? Die hier. Die freien Sachen hier, die...
die man einfach so nehmen darf. Blasenpilz. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Nein, nein. Wir haben Steinhuscheier und Trocken. Und das haben wir auch noch. Und ich habe mehrere Elixiere im Angebot. Ektoplasma, guck mal. Na, Steuer, das wäre Klauen, hast du gesehen? Ups. So, passt doch auf. Tut mir leid, Ma, sei doch nicht immer gleich angepisst. So, wir müssen mal eben hier dein Buch lesen. Ich nehme es auch nicht mit, ich will es nur lesen. Nein, das bringt mir eine Stufe. Ich komme auch wieder raus. Guck, hier bin ich wieder. So, jetzt machen wir uns mal wieder. Ach, jetzt müssen wir ja erstmal wieder trinken. Ach, wir haben ja wieder neue Sachen. Stimmt ja. Also, den kennen wir noch nicht. Her damit. Das kennen wir. Das kennen wir auch noch nicht. Das kennen wir. Das kennen wir. Das auch. Ektoplasma kennen wir noch nicht. Wir kennen ja auch Superman noch gar nicht. Ne? Das muss man ja auch noch sagen. Das kennen wir, das kennen wir, das kennen wir alles. Das kennen wir, 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 das kennen wir. Oh, lecker. So, dann lass uns mal gucken, was wir hier Gesundheit wiederherstellen. Das sind wichtige Tränke. Die machen wir schon mal. So und so. Und herstellen. Das ist eine gute Mixtur. Aber probiert weiterhin neue Rezepte aus. Ja. Die Alchemie belohnt einen Forschergeist. Ja. Okay. Das ist eine gute Mixtur. Aber probiert weiterhin neue Rezepte ja, aus. Ja, ja. Die Alchemie belohnt einen Forschergeist. Feuerresistenz, da können wir ja ganz viele von machen. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Sammeln, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Ja, mach ich. Guck mal, Alchemie schon wieder verbessert. Gesundheit senken. Da ist die Tollkirsche. Und der Nierenwurz. Oder ich habe das. Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. So. Anfälligkeit für Frost. Können wir auch ein paar machen. Hui. Und den noch, und Magicka wiederherstellen können wir machen. Und davon noch drei. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben. Alchemie beenden? Ja, danke. Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Ja, jetzt verkaufen wir dir erstmal ganz viel Kram. Hier bin ich. Hallo. Ihr seht etwas blass Arcadia. Aus. Arcadia. Könnte sich um... Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Eigentlich bist du mehr an meinen interessiert, weil ich alles so gemacht habe. Guck mal hier. Ach so, die brauche ich auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Schwere Rüstung verstärken. Den brauchen wir schon mal nicht. Und was hat die? 1029 Gold. Noch. Magicka wiederherstellen. Kann auch weg. Gesundheit herstellen, das halten wir mal. Gesundheit verstärken, Feuerresistent. Ach, die kannst du alle haben. Hier, bitteschön. So, Krankenheilung, die halten wir mal. Kleine Heilung. Die halten wir auch, auf jeden Fall. Illusionszauber. Ach, wir sind keine Zauberer. Obwohl, wir könnten Illusionszauber ganz gut gebrauchen manchmal, aber wir sind keine Zauberer. Nein, wir verkaufen es. Gesundheit wird für 60 und 20 Punkte erhöht. Ja, das ist ja ein toller Trank. Gesteigerte Ausdauer. Ach, Quatsch. Weg damit. Unsichtbarkeit. Den halten wir mal fest. Gift halten wir auf jeden Fall fest. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Okay. Ich brauche kein Heilmittel, aber okay. So. Jetzt sehen wir nochmal husch nach zu Bellator. Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Was? Wer? Qual? Mühen? Wovon redet ihr?
Hier hat keiner weder Qual noch Mühen haben wir hier. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Auf jeden Fall. Gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im... Alles steht zum Verkauf. Okay. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Natürlich. Muckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Solche Sachen halt. So, Dietriche zum Beispiel. Und Eisenerz. Die können wir auch schön weglegen. So. Und jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Nein, davon kriegen sie gar nichts. So, also weit kommt er noch. Ja, dieser, ach hier, Hellsehen. Bitteschön, den brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Das behalten wir. Da waren wir gerade erst. Hier, die Stiefel, guck mal. Und die Robbe. Und die beschlagene Kaiserrüstung, die wir als Belohnung gekriegt haben. Oh, welch eine tolle Belohnung. Aber immerhin. Bitte kommt wieder. Na, geht dich doch wohl nichts an, oder? So. So, das haben wir. Dann sind wir hier in Weißlau schon so mal mehr oder weniger ziemlich fertig. Da könnte man eigentlich mal eine Verspeicherung machen. So zwischendurch. Einfach mal nur, damit wir abgespeichert haben. Und ne, irgendwas passiert und dann müssen wir den ganzen Rotz, die ganze Arbeit uns nochmal machen. Das wollen wir nicht. So, pack da oben mal. Da oben, pack da mal bitte. Ach, die Eisenbahn wollte ich verkaufen. Jetzt muss ich dir hier rein. Nicht so schwer, weg damit. Ach, das konnte ich alles nicht verkaufen, genau. Schale, Teller. Das war ja alles geklauter Kram. Der Mammutstoßzahn, ja, den gebe ich doch gleich noch ab, am besten. Die muss ich noch lesen, die Sachen. Die lassen wir mal alle hier. Wir machen eh keine Alchemie jetzt. Das können wir einfach wegwerfen. Und das... Ach, das sind die... Ach, ja, okay. Okay. Du bleibst hier. Scharmützel, du bleibst hier. So. Dann ist alles okay. Das ist auch alles okay. So, was wollte ich? Was wollte ich denn? Irgendeinen Plan hatte ich doch noch. Und dann nicht. Ach so, ich wollte mal noch hier. Ach genau, ich wollte mir hier. Zack, zack. Kopfgeld. Da-da-da-dam. Im Namen vom Ballgruf des Älteren. An allen fähigen Männern und Frauen von Weißlauf. Die Banditen in der Festung Waldheim belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Umblättern. Proventius Avenetius. Okay, Schatzkarte. Ein hohler Baum. Super. Was ist denn das hier für ein gefälschter Brief? Den lesen wir auch noch. Komm. Liebe Camilla, ich weiß, ich habe euch zu Hause so manchen Besuch abgestattet und wenn wir einander auch sehr nahe stehen, so muss ich euch doch bitten, alle Sehnsüchte, die ihr für mich empfinden möget, beiseite zu schieben. Ich bin ein echter Sohn Wallenwalls und würde meine Blutlinie niemals beschmutzen, indem ich eine kaiserliche umwerbe. Ich hoffe, dass wir wahre Freunde bleiben können, sofern ihr wisst, welcher Platz eurem Volk im Aldemir-Bund gebührt und mich als solchen respektiert. Herzlich, Fahndal. Was stocherst du denn da rum? Und nochmal. Agent Sanyon. In Beantwortung eures Berichts von 22. Morgenstern 401 der 4. Stunde 30 Sekunden und 45. Breitengrad wird euer Ersuchen um einen Expeditionskorb hiermit abgelehnt.
Sanjon, du trübe Tasse, dies ist der 7. Bericht, den ihr diesen Monat eingereicht habt. Habt ihr nichts anderes zu tun, als immer diese scheiß Berichte zu schreiben. Und nicht euren Hinweis, nicht einer hat auch nur den geringsten Nachweis dafür geliefert, dass ein Talos-Schrein in der Gegend des Ihr Sees existiert. Keine Gefangenen, keine Dokumente, keine Toten, keine Lebenden, keine Leichen, nichts. Unsere Truppen müssen jetzt schon mehr als genug Aufgaben erledigen und ich habe bessere Missionen, bessere Agenten, bessere Leute als dich, du kleiner Wicht, für die ich sie einsetzen kann. Wenn ich euch eure Informationen so sicher seid, dann untersucht die Angelegenheit doch selbst. Du dummer Kerl, komm mit Beweisen zurück oder gar nicht. Ja, er kommt gar nicht zurück, weil er ist ein klein bisschen gestorben. Eigenhändig unterschrieben und versiegelt von Eleven. Eleven, der hieß früher 12, aber dann hieß er plötzlich Eleven. Er wurde abgewertet. Gott, der war ja super. Ich muss mal unbedingt einen Schluck Kaffee trinken, weil ich so super Witze mache. Naja, da wird mir der Mund trocken. So, trockener Mund. Ne? Schleichen? Schleich mal. Keiner kann mich sehen. Keiner kann mich sehen. Du siehst mich auch nicht. Ich bin gut versteckt. Jetzt hast du mich zwar entdeckt, aber ich bin gut versteckt. Wenn man ganz oben ist, ganz, ganz oben mit Schleichen, dann kann man an den Leuten vorbeischleichen und denen praktisch das Bierglas aus der Hand klauen oder die Zigarette aus dem Mund winkeln, ohne dass sie dann merken. So ist das. So, jetzt müssen wir mal hier. Zack, zack. Da haben wir unser Schleichen schon wieder verbessert. Ja, ja. Wie, du hast mich entdeckt? Geht doch gar nicht. Ich bin total super versteckt. Denk mal drüber nach. Ach, komm raus. Na komm. Na komm schon. Nein, nein, ich bin versteckt. Du kannst gehen. Geh, geh weg. Du siehst mich nicht. Hau ab. Ich bin super versteckt, Mensch. Ist doch so. Ne? Es tut doch nicht so, als würdest du mich sehen. Und bleib mal stehen. Jetzt. Ja, wie jetzt? Ich denke, du hackst da Holz oder sowas. Doch. Da hat mich noch einer entdeckt. Das Auge ist ziemlich groß. Und ziemlich auf. Ich finde euch schon noch. Naja, irgendwann. Komm, setz dich hin. Iss dein Steak. Mach's dir gemütlich, nimm den Keks. Ihr mir nicht. Na komm, hinsetzen. Hopp, hopp. Hinsetzen, hinsetzen. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Ja, ich bin weggelaufen. Mach dir keinen Kopf, ich bin weggelaufen. Musst du wissen. Ist das aber eine Überraschung? Oh Scheiße, ich bin doch nicht weggelaufen. Ah, und dann auch noch ein Ork. Muss das sein? Ja, so
stark war der Ork ja gar nicht. Kriegsachs? Nee. Ach was, komm, lass. Halt mal fest. Ich durchsuche mal lieber den Banditen. Mein Pfeil kriege ich wieder. Und einen Dietrich kriege ich auch. Was hat er denn noch? Ach, wir nehmen einfach alles, weil wir gleich nochmal eben verkaufen gehen. Hier ist ja das Pferd. Genau. Da können wir ja mit dem Pferd. Guten Tag. Sie haben da meinen Pfeil. Den möchte ich den wieder haben. Wie kannst du dir denn meinen Pfeil in den Bauch rammen und auch noch in den Hals? Hast du denn gar keinen Anstand? Und Bier, natürlich. Die Dame trinkt Bier. Ja, da wundert mich nichts. Hallo, adü. Lavendel, Lavendel. Was haben wir hier? Geldbeutel, Geldbeutel. Und noch eine Stahlstreitaxt. Aber wie gesagt, wir haben ja einen helllichten Tag. Da können wir ja gleich nochmal zurückgehen und handeln. So, was haben wir hier noch? Oh. Na, guck mal. Alles Zeug für die Alchemie. Lass den doch liegen, den Scheiß. Und Salz. Siehste? Und hier? Eine Schmugglernotiz. Akari oder Akari. Diese Preise könnt ihr vergessen. Wir haben jetzt unseren eigenen Skoma-Quell aufgetan. Ach, Skoma-Händler sahen das so. Das gute Zeug, nicht den verdünnten Dreck aus dritter Hand, den ihr uns immer verkauft habt. Na, wir haben jetzt die erstklassige Ware, das richtig gute Zeug. Und denkt nicht mal daran, uns zu verpfeifen. Ein Wort an die Wache und... Und ich sorge dafür, ich, dass sie wissen, was euer Seher wirklich im Schilde führt. Ein Seher? Was für ein Seher? Der ist aber sehr verblüffend. Den nehme ich mal mit. Der verblüfft mich aber sehr. Ach, diese Musik. Diese Musik. So. Guck mal hier. Also hier nochmal der Tipp. Für alle, die Skyrim spielen und nicht wissen, wo sie ihr Zeug lassen sollen, weil sie diese Mod nicht installiert haben, die ich da habe. Wo dieses Gerüst in der Stadt steht. Hier. Hier, an dieser Stelle, steht eine Kiste. Hier, die. Wenn man die aufmacht, kann man sein ganzes Hab und Gut da reintun. Allerdings, wenn man die aufmacht, kommen auch drei böse Burschen, die man dann erstmal besiegen muss. So, haben wir alles? Guck mal, hier waren wir noch nicht. Oh, was ist denn das hier? Oh. Ein Taschendiebstahlbuch. Wie praktisch. Und hier haben wir noch Wein. Das nehmen wir alles mit. Das können wir alles super verkaufen. Und der Bellator, der wird uns doch bestimmt ins Koma abkaufen wollen. Unbedingt. Haben wir gelevelt? Wir haben nichts gehört. Hat keinen Krach gemacht. Haben wir aber trotzdem. Haben wir eine auf Gesundheit? Hatschi? Gesundheit. Und dann gehen wir mal hier. Verbraucht weniger Ausdauer. Warum nicht? So.